So. Ein Magieturm. Bam. Aua. So. Warum trifft er mich? Ich weich doch aus. Ich fühle mich stark. Ich weich doch aus. Ich hab's doch gar nicht. Ich weich doch aus. So. So. Und das blöde Ding geht mir auf den Wecker. Das blöde Geräusch. So. Komm her. So. Und jetzt hier. Bam. Ach, da ist also der Anker. So. Versperrt, 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 versperrt. So. Jetzt ein Schild. So. So, und schnell weg hier. Na? Hallo? Wo bin ich denn eigentlich hier? So. So. Und tschüss. Wunderbar. Da ist also der Anker. Bringt mir eben in diese Dimension zurück. Gut, komm schnell. Schnell, 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 schnell. Hoffentlich ist niemand verletzt worden. Außer uns natürlich. Nein, 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 nein. Oh, was ist denn jetzt los schon wieder? Ich muss. Was haben wir hier? Setz Energie frei, um Golems zu betäuben und zu schwächen. Ach so, okay. Okay. Nein, nicht der da. Das war der falsche. Okay. Okay, okay, okay. Oh, schnell weg hier! Boah, die hauen rein, ich sag's euch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Kampfprotokoll aktiviert. Maeva, können wir jetzt dich ansprechen? Oh, wahrscheinlich nicht. Was sagt der? Ein Bus im. Herzlichen Glückwunsch. Dimensionsanker wurde erfolgreich initialisiert bei korrekter Installation. Oh, ist ja super. Stabilisiert der Dimensionsanker dimensionale Phänomene. Zu den Nebenwirkungen des Ankers zählen Migräne, Zusammenbrüche. Oh, Mann, ey. Bitte entspannen. Oh, oh. Das Dimensionsinterface wird wieder. Natürlich ist er auf mich sauer. Sonst auf niemand mehr. Ich grüße euch. Ihr seid ja von der Abtei. Danke für die Hilfe. Gut, dass ich nicht warten musste, bis das Abwehrsystem deaktiviert war. Und wie lange hätte das genau gedauert? Oh, 3500 Jahre, plus minus ein Jahrzehnt. An diesem Punkt wäre ich aus der Stase erwacht, im Vertrauen darauf, dass die Strahlung abgeklungen wäre. Was ist das? Aha, die Kreatur, die in mein Haus eindrang, war eine Art orianischer Speer. Ich hatte Gix gesagt, dass meine Gleichungen einen Überfall auf Löwenstein vorausberechnet hatten. Der Einbruch legt nahe, dass der Zeitpunkt des Angriffs gekommen ist. Wenn das stimmt, ist die ganze Stadt in Gefahr. Maeva, geht zur Abtei. Zeigt Gix eure Forschungsergebnisse. Wir machen uns sofort zur Klaueninsel auf. Wir müssen die Löwengarde warnen. Was ist auf der Klaueninsel? Die Klaueninsel-Festung liegt im Hafen von Löwenstein. Sie ist die letzte Bastion gegen Invasionen vom Ozean her. Sollte Saitan die Stadt angreifen, müssen seine Diener an der Festung vorbei. So. Alarmstufe Rot abgeschlossen. Was können wir nehmen? 25 Kraft plus 18 Zustandsschaden. 25 Präzision, 18 Kraft plus 1 Kraft. Also natürlich den hier. Annehmen. 2059. Wow, ist das ein Sprung. So. Wow, das Geräusch geht mir auf die Nerven, aber
Wir müssen erstmal. Hi! Wie schreiten eure Abenteuer voran? Ja, also meine eigentlich bis jetzt gut. Hi! 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 Okay. Hier ist nichts. Ich möchte mich aber trotzdem erstmal hier, auch wenn das Geräusch mir. Kann ich den wiederbeleben? Ich kann den wiederbeleben. 191 XP wiederbeleben. Warum denn nicht? XP ist XP. So, wieder 191. Meine Stimme versagt langsam. So. Kannst du das bitte ausschalten? Ja, wiederbeleben. Zuerst vernichten wir sie und dann tun wir sie wieder beleben. Auch nicht schlecht. So, wir kommen also nicht mehr weiter. Dann schauen wir uns schon ein bisschen um. So. Sauer, die auf uns sind, so wie es aussieht. Hallo? Stimmt ja. Hier könnten wir vorhin. Wir haben uns vorhin nicht umgeschaut. Das heißt, wir hatten also Glück, dass wir zufällig gleich den richtigen getroffen haben. Den Weg, ja? Denn so wie es aussieht, war es da oben. Und wir hatten Glück, dass wir gleich den richtigen getroffen haben. Ja. So, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. So, und auf der anderen Seite ist auch nichts. Okay, können wir dann runter. Und dann hier raus. Aber so schnell wie möglich raus, meine Ohren. So. Ja. Trefft euren Mentor in der Klaueninsel, wo die Klaueninsel auch ist. Ja, jetzt mache ich ein bisschen die Folge ein bisschen länger. Ja, das war doch ein bisschen länger, als ich erwartet hatte. So, komm schon. So. Bürgerin, Bürgerin, Bürgerin. So, wo ist denn die Klaueninsel? Ja, Schlacht auf der Klaueninsel. Wir müssen einfach so zurück, aber wir müssen auch die Genderenfelder. Ich glaube, das ist irgendwo. Moment. So. Und zwar hier anzeigen. Da hinten hin. Neben der Weizenklippe. Okay. So, und jetzt können wir schauen, die Weizenklippe ist hier. Das heißt, wir können hier durchlaufen. So. Durch Löwenstein. Ja, ja, das werden wir auch machen. Ja, jetzt machen wir das auch. Die Weizenklippe, ich mache jetzt die persönliche Geschichte nicht weiter. Jetzt laufe ich in die Weizenklippe und schaue mir das an, was es dort zu tun gibt. Vielleicht ist sowas wie das letzte Mal, dass man wieder nur mit bestimmte, also nur mit Gruppe oder mit Gruppe oder nur Level 80. Also für hoherlevelige. Ich tue doch schon ein bisschen eine Zeit aufnehmen. Für höherlevelige Charaktere gedacht ist. So, Löwenstein, wir kommen, wir sind wieder da. Das Inventar, wie sieht's aus? Ich könnte das Rubinenerz. Moment. Das Rubinenerz hier. So, jetzt haben wir natürlich mehr Kraft. Ja, Band des Eldena hat zwar nur zwei Kraft, aber dafür hat er die ganz anderen Sachen
halt auch 2. Und solange es nicht richtig, richtig lohnt, solange lasse ich es noch bleiben. Und zwar richtig, richtig lohnt, also ist... Also 2 und 4 Kraft. Na gut, okay. Das lassen wir. Dafür hat er dann Präzision und sowas. Also. Deshalb jetzt erstmal hier runter. Und versuchen da die Ätheklingen Beute zu machen. Apropos Beute. Das heißt, wir müssen vielleicht ein bisschen Schrott verkaufen. Oder? Sammelgegenstände gibt's keine. Okay. Wir haben keine Sammelgegenstände. Und die Stimme versagt. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ich merke es, dass meine Stimme versagt. Aber das mache ich jetzt hier noch fertig. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. So, yippie, voll im Sprung. Und wir kommen rein und landen auf einem Planet. Und hoffen, dass die Wraith nicht auf uns warten. Oh, schon wieder falsche Serie. Nee. So, komm. Leuchtkäfer. Plansch. Oh, da ist eine Waldspinne. Und die Laufgeräusche fehlen schon wieder. So, komm. Jetzt sind sie wieder da. Erschreck mich nicht so. Ich hab mich gerade erschrocken. Ey. So. Etin. Wolf. Okay, viele Wölfe. Und wo ist denn das jetzt? Wo ist denn das jetzt? Aha. Upsala. Moment, wo ist denn das jetzt? Ich bin hier und du bist dort. Anzeigen. Aha, okay. Da ist sogar eine Ätherklingenlage eingezeichnet. Okay. Das heißt, ich muss dorthin. Wenn es geht, ohne zu kämpfen, ich will einfach durch. Ohne zu kämpfen, man muss ja nicht immer kämpfen. Toll. Und wo ist denn das jetzt? Irgendwo muss doch der Eingang sein. Da ist ein Etin. Hier. Zweites Ätherklingenlager. Okay, was passiert jetzt? Aha. Aua. Okay, das ist ein bisschen wie ein Sprung. Nein. Nein, 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 nein. Warum können die alle und ich nicht? Aua, ich. Und jetzt hier. So, wunderbar. Das ist eine Sprungquest. Okay, mal beobachten. Okay. Gut. So. Ja, wenn man jemanden hat zum Beobachten, dann wird es einfacher. Wo muss man jetzt gehen? Ah, Schlawiner.
Ihr Schlawiner, was macht ihr denn da? Okay. So. Okay, versuchen wir mal. Moment, noch nicht. So. Upsala, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Boah. Das tut bestimmt weh. So. Man sieht, wie alle Leute hier versuchen, diese Quest durchzumachen. Boah. So, wohin? Ah, wahrscheinlich dorthin. Okay. Geil gemacht, muss man zugeben. So, bin ich hier richtig? So, stopp. Da muss ich wahrscheinlich darüber. Hm? Ups, wo bin ich? Durch die Wand. Okay. Hier geht's nicht hin. Wo muss man jetzt hier hin? Okay, hier müssen wir nirgendwo hin, oder? Ich glaube, wir müssen da runternehmen. Da runternehmen? Das ist ja cool. Das war ja klar. Und sicher. Das war ja klar, dass er genau darauf wartet, dass ich da bin. Oh oh. Okay, da unten scheint etwas. Ah ja. Okay. Was ist los? Portal benutzen? Nicht so geheim. Abgeschlossen. Öffnen. Das sieht wertvoll aus. Jo! Na, das ist ja geil. Entschuldigung, ich bin ein bisschen ausgerastet. So, was kann man denn machen? Ja, nicht schlecht. Entschuldigung, ich bin... Oh, nein, 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 nein. Ist mir egal. Ich habe es geschafft. Bezwungener Spieler. Ja. Muss ich gleich anziehen. Ich habe es geschafft. So, das heißt, dass ich jetzt hier nach Löwenstein wieder zurücklaufe. Inventar. Wow. Ne. Wieso Vorschau? Stufe 80. Oh Mann, ey. Ich habe gedacht, ich kann das gleich anziehen. Stufe 80. Dauert noch ein bisschen bis dorthin. So, aber wir haben es geschafft. So, die Tabellen wurden die Löwensteine in den Gegenstandsfeldern gefunden. So, die haben wir geschafft, die Etterkling im Gegenstandsfelder. Okay, natürlich mit Hilfe von allen Leuten, die ein bisschen da selber ein bisschen umgeschaut haben. Aber wir haben es geschafft. Am Ende haben wir es nicht so schön abgeschlossen. So, ja, er hofft zu tanzen. Zieh das an. So. Gut. Und jetzt nach Löwenstein und dort mache ich eine Aufnahmepause. Yippie! Jo, 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 ich freue mich. Ich freue mich. Aber ich habe gedacht, es gibt mehr.
Versteht ihr? Ich habe gedacht, es gibt so Gold und Silber und was weiß ich noch alles. Aber es gab nur das eine. Aber es stand Etterklingen abgeschlossen. Das heißt, dass wir diese Quest sozusagen, also dieser Versteck, ausfindig gemacht haben. Wir haben es geplündert, die Truhe. Da waren so viele Leute. Aber wir haben es geplündert, wir haben es uns an uns genommen, den ganzen Reichtum, der da war. Ein eterisierter Überwurf, den ich gerne anwenden würde. Was ist denn hier los? Der kommt mit dem Laden nicht mehr hinterher, oder was? So. Na gut, wenn wir schon hier sind, hier mache ich dann eine Aufnahmepause, ohne Sound, ohne nichts. Und hoffe dann, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Hoffentlich gibt es dann wieder etwas Neues. Und ja. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dir wahrscheinlich nicht. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.